Hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Photo to go hier auf Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und die Mitglieder dieses Kanals, Premium und Exklusiv, die kennen das schon, was wir heute machen. Das habe ich nämlich als Jahresvideo veröffentlicht und ich habe ja immer so das Versprechen an die Mitglieder, also ab Premium aufwärts, denen produziere ich immer ein extra Video pro Jahr, was nur diese Mitglieder sehen. Und da haben wir sowas schon gemacht. Heute versus früher heißt das Thema heute und für viele, die das noch nicht kennen oder für die meisten, weil die Mitglieder sind immer nur wenige auf meinem Kanal, erkläre ich kurz, was wir heute machen. Ich gebe euch als Tipp, und wir können ja mal einen Schritt laufen, ich gebe euch als Tipp, kauft euch auf eBay zum Beispiel alte Fotografien von eurer Ortschaft. Also zum Beispiel, ihr wohnt in München, ja, oder in Großhaslach oder in Lichtenau oder irgendwo und da geht ihr einfach her und gibt das auf eBay mal ein und dann bekommt ihr manchmal alte Ansichtskarten oder Postkarten von eurer Ortschaft. Und das Reizvolle daran ist einfach, dass sich natürlich im Lauf der Jahre wahnsinnig viel verändert. Und das wollen wir fotografisch nachstellen. Und das ist eben so mein Tipp, geht mal ein bisschen so auf eBay, schaut nach so alten Postkarten. Wir sind heute hier in Heilsbronn und ich habe hier eine Karte erwischt, die ist auch hinten beschriftet, ich kann das bloß kaum mehr lesen. Und ich sehe aber am Datum, die ist 1930 abgeschickt worden. Das bedeutet, das Bild ist vielleicht in den 20er Jahren hier in Heilsbronn fotografiert worden. Und deswegen sind wir genau hier an diesen Ort gefahren. Ihr seht, im Hintergrund ist das Münster und hier ist die kleine Stadtmauer. Denn Heilsbronn hat so eine ganz kleine putzige Stadtmauer. Zu mehr hat es halt leider nicht gereicht. Also nicht wie in Rothenburg oder Dinkelsbühl, wo man richtige Mauern hat. Ja. In Heilsbronn gibt es hier praktisch so einen kleinen Steinwall, den die Mönche damals hochgekloppt haben. Und das ist historisch alles mega interessant und ich bin auch immer so ein kleiner Historiker. Ich schaue mir unheimlich gerne auch irgendwelche alten Dokus an von früher, vom Zweiten Weltkrieg, vom Ersten Weltkrieg, wie das alles ausgesehen hat, was die Leute für Klamotten angehabt haben. Das interessiert mich. Und so interessiert es mich auch heute. Wir haben nämlich hier aus meinem Heimatort sozusagen oder aus unserem Heimatort, nein, meine Frau kommt nicht aus Heilsbronn, das muss ich jetzt wieder revidieren, aber sie wohnt hier mit mir. da haben wir eben eine alte Postkarte aus eBay gekauft. Also die kosten halt dann immer so 5 bis 15 Euro, je nachdem, wie alt die sind. Und in der heutigen Folge Photo to go. Das Wetter ist heute auch ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir jetzt noch durch. Das ist mir jetzt egal. Jetzt ziehen wir es echt durch, weil es hat heute schon, wie wir kamen, war alles super Wetter, Sonne und wir hätten loslegen können. Auf einmal kam der Schnee runter. Ja, ihr seht, es ist alles weiß. Das ist mir jetzt aber egal. Wir ziehen das jetzt einfach durch. In der heutigen Photo to go Folge machen wir ein Foto und versuchen, dieses Bild wieder nachzustellen. Anschließend bearbeiten wir das Ganze in Lightroom oder Lumina, je nachdem, was heute dran ist. Das wird ja immer so ein bisschen abgewechselt. Und ihr seht, was am Ende rauskommt. Ihr seid bei der Produktion des Bildes dabei und bei der fertigen Bearbeitung. Viel Spaß mit diesem Video. Ich blende euch das Bild natürlich mal groß ein. Hier seht ihr die alte Fotografie von 1930. Und wir schauen uns jetzt erstmal um, was hat sich denn eigentlich alles verändert. Kommt mal mit. Also, zum einen sehen wir hier vorne, hier wurde der Mühlbach früher durchgeleitet. Ihr seht, das ist zugemauert worden. Also 1920 war hier an dieser Stelle noch Wasser. Denn wir haben da drüben ein altes Sägewerk. Und dieser Bach, der hier läuft, den haben sie verlegt. Der fließt jetzt da vorne. Und das ist die, der Beginn, der Ursprung. Der Ursprung, die Quelle von dem Flüsschen Schwabach, die wird Richtung Schwabach dann immer breiter, fließt dann in die Regnitz und die dann in die Pegnitz oder andersrum. Egal, irgendwann landet sie im Meer auf jeden Fall. Aber hier entspringt sie eben in Heilsbronn, entspringt die Schwabach. Und dieses Mühlflüsschen, das hat früher das alte historische Fachwerk Sägewerk da hinten angetrieben. Und scheinbar ist das dann hier rausgeflossen und dann eben da weiter. Und das haben sie verlegt, sonst wäre das hier auf dem Foto eben nicht zu sehen, dass hier unter dem Bogen mal Wasser durchgelaufen ist. Ja. Links diese Böschung, die war auch schon so, aber was ihr natürlich seht auf dem Foto ist, dass diese ganzen modernen Häuser, das Haus hier und das Haus hier, die waren damals noch gar nicht da. Und auf dem Foto seht ihr übrigens auch, dass hier in dem Durchgang einmal hier unten eine Stufe war
Und außerdem hier in den Türzapfen, die man heute noch sieht, ist auf dem Foto sehr gut eine Tür zu sehen. Ja? Und man sieht auch, dass da oben die Steinreihe, die war auch noch viel niedriger, wenn ich mir das Bild hier so anschaue. Also da haben sie ordentlich Mörtel und Beton noch drauf geschmiert und haben noch ein paar Steine dazu gefaked, die vorher noch gar nicht da waren, die die Mönche da gar nicht hingebaut haben. Ja? So, und ich versuche jetzt natürlich, das so ein bisschen nachzuahmen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Normalerweise bei früher versus heute haben wir folgende Situation. Wir kommen an einen Ort, sehen den verändert und können den fast gleich fotografieren. Das Problem hier ist, bauliche Veränderungen haben dazu geführt, dass das Bild schon fast ein komplett anderes wird. Wie zum Beispiel dieser kleine Hühnergarten hier auf der linken Seite von mir aus gesehen. Den gab es ja damals noch gar nicht. Das heißt, der Fotograf, der war wahrscheinlich da gestanden, hier irgendwo, wo der Baum steht. Irgendwo da war der Fotograf gestanden und war deshalb auch mittiger vor dem Tor. Das kann ich jetzt heute natürlich nicht genauso nachstellen. Und für mich ist es natürlich jetzt auch schwierig herauszufinden, welche Brennweite das war. Deswegen habe ich mich entschieden, heute ein 28 bis 70 von Sigma mitzunehmen. Da habe ich dann die Möglichkeit, zwischen 28 und 70 mm so ein bisschen mit der Brennweite zu spielen. Und dann natürlich auch nochmal mit meinem Abstand zum Motiv. Das ist gar nicht so einfach. Und ich würde vorschlagen, das mache ich jetzt mal für mich, weil das würde jetzt ziemlich lang dauern, bis ich da sage, ja, damit kann ich leben. Aber ich sage euch jetzt schon mal die Einstellungen, die ich dazu treffe. Also schaut euch das mal an. Ich werde jetzt hier irgendwo mit einer Blende, ich sag mal, also das erzähle ich euch jetzt natürlich einfach so, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich schlecht erkennen, aber ich werde jetzt so mit einer Blende 8 arbeiten, damit wir eine gute Schärfentiefe haben, damit die Mauer scharf ist und das Münster da hinten scharf ist. Und dementsprechend richtet sich natürlich nach eurem Umgebungslicht die anderen Parameter. Also da kann ich jetzt keinen Standard dafür ausgeben, weil euer Wetter ist ja vielleicht ein anderes. Vielleicht habt ihr viel Sonne, vielleicht habt ihr wenig. Aber wie gesagt, ich würde eine Blende schließen, damit ihr mehr Schärfentiefe habt bei Architektur, Häusern, also alles so zwischen F8 bis maximal zu einer F16, wobei da schon wieder Beugungsunschärfe auftritt. Und bei mir ist das halt heute irgendwo eine F8 und dann halt eine Hundertstel. Ich muss natürlich auch gucken, der Himmel ist heute auch langweilig. Damals hatten wir schöne Wolken im Himmel. All das kann ich heute leider nicht simulieren und bei mir liegt jetzt auch Schnee, der vor 10 Minuten noch gar nicht da war. Ja, also alles nicht so super. Ich komme auch nicht so weit in den Hühnerstall rein, also ich kann nicht die Perspektive exakt so machen. Aber das ist jetzt egal, ich mache jetzt mein Bild, weiß auch gleich Tageslicht übrigens. Autofokus könnt ihr ganz normal anlassen und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt in Lumina. Lumina müsste diesmal dran sein. Viel Spaß. Das ist viel Spaß, kann ich mir echt sparen, ne? Warum? Okay, wir befinden uns jetzt in Lightroom, obwohl ich euch Lumina versprochen habe. Aber ganz ehrlich, Leute, ich kann aus dem Bild beim besten Willen nichts Brauchbares machen. Schaut euch das mal an. So idyllisch war das Stadtbild vor ungefähr 100 Jahren hier auf dieser Seite in Heilsbronn. Und so ist es heute. Ich weiß nicht, wer genau so eine Baugenehmigung erteilt hat, aber wenn etwas schrecklich ist, in meinen Augen, natürlich ist das Haus schön, wenn man da wohnt, kann keine Frage, ich will jetzt auch nicht beleidigend drüber kommen, aber ich frage mich echt, wie man dafür eine Baugenehmigung bekommt, wenn es mal früher so ausgesehen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, egal ob ich hier in Lumina oder in Lightroom bin, ich kann euch hier kein Rennpferd draus machen. Ja? Da nützt auch Himmel austauschen nichts, weil das Haus großflächig hier im Bild ist. Aber damit die Folge nicht komplett umsonst ist, interessieren uns natürlich schon so ein paar Details. Ich zeige euch gleich mal, wie die Mauersteine sich zum Teil verändert haben. Aber damit das Fotografieren und das Bildbearbeiten nicht komplett hinten runterkippen, fange ich auch mal an, euch so ein bisschen was zu erzählen über Presets. Denn wir haben ja hier das Original und ihr seht, das ist nicht schwarz-weiß. Das seht ihr gleich, wenn ich dieses Bild mal in ein Schwarz-Weiß umarbeite. Da könnt ihr links auf dieser Seite die Presets ausklappen. Das hilft euch immer so ein bisschen, um eine Schwarz-Weiß-Vorgabe zu generieren. Ihr könnt natürlich auch hier rechts von Farbe auf Schwarz-Weiß stellen und wir könnten dann hier das Bearbeiten anfangen. Aber mit so einem Preset auf der linken Seite fällt es mir persönlich immer so ein bisschen leichter, in Schwarz-Weiß einzusteigen. Dementsprechend klappen wir das mal auf und dann seht ihr hier die S- und W-Profile und das ist Schwarz-Weiß. Und da seht ihr jetzt, wenn ich mit der Maus drüber fahre, hier werden verschiedene Profile eben vorgeschlagen. Da nehmen wir jetzt einfach mal Landschaft und von dort aus können wir dann weiterarbeiten. Zum Beispiel haben wir hier oben jetzt oben rechts einen Intensitätsregler, mit dem wir diesen Effekt Landschaft verstärken können oder auch abschwächen können, je nachdem, wie stark ihr das wollt. Also
dass wir zumindest sowas hier mal besprechen in diesem Video, wo dieses Haus hier großflächig im Bild ist und dann rechts dieser Hühnerstall hat mir einfach auch keine Chance gelassen, das aus derselben Perspektive zu fotografieren. Also, aber trotzdem seht ihr, wenn ihr jetzt mal zurückspringt auf das andere Bild, das ist ein ganz anderes Schwarz-Weiß. Profis unter euch wissen das natürlich. Hier, das ist eine Sepia-Aufnahme und das könnt ihr natürlich auch in Lightroom simulieren. Zum einen gibt es hier unten ein Sepia-Ton, Bild und ihr seht, von Schwarz-Weiß wechseln wir dann in so ein leicht gelbstichiges Bild. Es gibt aber auch ein Selentonbild und das wäre dann eher so blaustichig. Auch das hatte man in der vergangenen Zeit, zum Beispiel zum Zweiten Weltkrieg, gab es öfter mal analoge Filme, die ähnlich so gefärbt waren. Aber wir bleiben heute im Sepiaton. Den Sepiaton, wenn ich den jetzt mal auswähle, dann sehen wir trotzdem, dass er hier 1920 wesentlich gelblicher ausgefallen ist. Und das können wir hier, also das sieht ja jetzt fast wieder schwarz-weiß aus, wenn wir hin und her springen, aber es ist kein Schwarz-Weiß. Ich erinnere euch, so hat es gerade ausgesehen. So sieht es jetzt aus, ne? Das ist schon leicht gelblich. Und wenn wir diesen Effekt so ein bisschen angleichen wollen und verstärken wollen, also angenommen, wir wollten das tun, dann gehen wir hier in das Color Grading und jetzt könnt ihr hier eben diesen Gelbton separat so ein bisschen verschieben, wie ihr das wollt. Ihr seht, die Lichter wurden so ein bisschen angefasst, aber auch hier die Mitten. Und wenn ich jetzt hin und her springe, jetzt kommen wir schon in die Richtung, wo das mal war, ja? Okay, aber das wollte ich euch mal wenigstens so gezeigt haben. Jetzt gucken wir uns mal noch zum Spaß so ein paar Details an. Und zwar klappe ich jetzt hier mal die beiden Balken weg, damit wir die beiden Bilder so ein bisschen besser nebeneinander betrachten können. Dazu wähle ich beide mit der gedrückten Steuerung-Taste aus und gehe dann hier unten auf die Vergleichsansicht, wo das X und das Y nebeneinander ist. Und jetzt habt ihr eben mal schön diese beiden Aufnahmen nebeneinander. Und ihr seht, dass zum Beispiel das Münster da hinten vom Turm her viel kleiner ausgefallen ist. Trotzdem habe ich das nicht so richtig simulieren können, weil wenn ich nach rechts gegangen bin, wo dieser Fotograf mal irgendwann stand, dann war der Zaun im Weg. Also oder das Haus wäre dann vor dem Kirchturm gewesen. Also das hat ja auch nicht funktioniert. Trotzdem spannend zu sehen, wie hier dann auch eine neue elektrische Laterne dazu gekommen ist. Die gab es damals natürlich auch noch nicht. Hier hing übrigens auch ein Vogelhäuschen damals, 1920. Und interessant ist für mich auch zu sehen, wie manche Sandsteine in der Mauer bis heute die gleichen sind. Nein, nicht die gleichen, dieselben ist das richtige Wort. Ihr seht zum Beispiel hier, wir haben hier so einen prägnanten großen Quader, der dann links oben mit einem anderen großen Quader bebaut ist. Und das sehen wir bis heute hier, ne? Dieser Stein ist dieser Quader und der hier ist links oben angesetzt, ist aber auch schon heute mehr zerbröckelt, als er damals zerbröckelt war. Damals war er auch schon nicht mehr so einwandfrei. Da hat sich oben links schon so ein Bröckelchen abgespalten und auch hier so kleine Beschädigungen. Aber heute ist er durch den Frost, den es jährlich gibt, wesentlich kaputter, als er damals war. Logischerweise, natürlich wird er nicht besser, ne? Aber trotzdem schön zu sehen, diesen zeitlichen Verfall auch mal einzufangen. Und wir sehen hier halt auch schön, wie die Steine heute immer noch genauso in der Mauer eingebettet sind wie damals. Und lustig auch, diese baulichen Veränderungen, hier hat man dann von der Stadt aus gesagt, irgendwann, die Leute kommen hier mit ihrem Kinderwagen nicht mehr rum. Und das war damals scheinbar gar kein richtiger Ausgang für einen Kinderwagen. Das war gar nicht dazu gedacht. Hier hatte man eben noch so eine Trittstufe drin. Also das ist jetzt auch nicht gerade für Rollstuhlfahrer geeignet gewesen, damals 1920. Und heute hat man das halt eingeebnet und hat dann hier auch so ein bisschen was von dieser historischen Mauer weggemeißelt, damit man hier mit dem Kinderwagen ein bisschen besser rumkommt. Ja, weil heute kann man da hintenrum links laufen. So, und damals hat man da komplett durchblicken können bis zum Münster und das ist heute halt überhaupt nicht mehr der Fall. Heute ist das Haus hier im Weg und man kann dementsprechend gar nichts mehr sehen. Okay, das war jetzt natürlich, ich habe es gerade in der Bildbearbeitung angesprochen, ziemlicher Käse. Ich habe gedacht, ich gehe hier hin und kann das Bild exakt nachstellen. Zuerst einmal habe ich herausgefunden, dass der Fotograf wahrscheinlich ein längeres Teleobjektiv dabei hatte, wahrscheinlich ein 100 mm. Das habe ich ja heute nicht mal dabei gehabt. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Und ihr seht hier halt auch, dieses Haus ist halt komplett vor das Münster gebaut worden. Wahrscheinlich war der Fotograf hier irgendwo in der Mitte vom Spielplatz gestanden und hat dann hier eben
ohne diesen Hühnerstall natürlich einen super Blick auf die Mauer gehabt. Das konnte ich heute natürlich nicht machen, aber trotzdem war es super, dass ihr mich oder uns begleitet habt in diesem Video. Uns würde es freuen, wenn ihr zu einem weiteren Video mal wieder reinschaut, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr uns abonniert, und dann freuen wir uns, auch weitere Videos für euch zu produzieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.